Generell ist das größte Problem, das wir gerade gesellschaftlich haben in Bezug auf Glück, dass wir denken, Glück ist ein Ziel, was es zu erreichen gilt. In Wirklichkeit ist Glück das Nebenprodukt eines gelingenden Lebens. Ich glaube, dass eines der Dinge, die die Menschen heute am unglücklichsten machen, das Streben nach Glück ist. Man sollte nicht nach Glück als solches suchen, sondern nach Befriedigung in den Dingen, die zu einem passen. Wir sehen, dass von Generation zu Generation die Menschen immer mehr auf schnelles Glück aus sind. Sie sind sehr abhängig und sehr gesteuert von externen Reizen. Es gibt diesen UN World Happiness Report und der kommt zu einem mega traurigen Ergebnis. Nämlich, dass wir Menschen weltweit so unglücklich sind wie noch nie. Wie schaffen wir es, wieder glücklich zu werden? Gibt es die eine Regel, der glückliche Menschen alle folgen? Und wie lange hält das Hochgefühl dann an? Haben die Glücklichen dieser Welt vielleicht einfach Glück mit ihrer DNA? Oder ist es eher so, dass sich Glück trainieren lässt, wie so ein Muskel? In dieser Folge geht es um die Frage, welchen Zusammenhang gibt es zwischen Glück und Zeit und wie ich sie nutze? Wie schaffen wir es, dass Glück länger anhält? Und nicht nur, bis unsere Dopamin-, Endorphinspeicher leer sind und der Strandurlaub vorbei. Ich treffe zwei Menschen, für die der Umgang mit Zeit ein Schlüssel zum Glücklichsein ist. Aber auf sehr unterschiedliche Art und Weise. Der eine war für Jahrzehnte Deutschlands erfolgreichster Werber. Jeremy von Matt hat sich Kampagnen und Slogans ausgedacht, die wirklich jeder kennt. Bild dir deine Meinung oder Geiz ist geil zum Beispiel. Meine andere Gesprächspartnerin, Katrin Rohrmann, hat sich vor 15 Jahren von unserem modernen Zeitverständnis verabschiedet. Damals gab sie ihren Job als Bankerin auf, ging ins Kloster und wurde Schwester Katharina. Jean-Rémy. Ja. Hallo. Schön, dass du da bist. Wow, mega schön, dass ich da bin. Sieht unglaublich aus. Ja, Mathe. Tickste. Aber war das mal ein echtes Auto? Das war mal ein echtes Auto. Ich bin in Belgien groß geworden, also die ersten 5 Jahre war es das Pommes-Auto. Und immer wenn ich das gesehen habe, gab es Pommes. Und meine Frau im Saarland groß geworden, für sie war es das Eisauto. Also der Eismann kam mit diesem Auto. Das heißt, dieses Auto ist für uns Glück. Uhren scheinen sowieso ein Thema zu sein. Ist das eine Uhrensammlung da vorne? Genau, das ist eine Uhrensammlung von meiner Frau, eine Weckersammlung. Wir reden ja sehr oft über Ressourcen und wir vergessen dabei die wichtigste Ressource, die wir haben, die wir selber haben, nämlich das ist die Zeit. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Also seit ich nicht mehr operativ tätig bin und viel Zeit habe, häufen sich die Anfragen von irgendwelchen Gremien. Und da habe ich gesagt, ja, mache ich gerne mit. Und dann festgestellt, es ist überhaupt nicht, also ich bin nicht dazu geboren, in einem Gremium zu sitzen, weil ich sage nichts, ich trage nichts bei, ich trinke nur Kaffee und gehe wieder raus und so weiter. Und es macht mir auch keinen Spaß. Ja. Also es ist total gegen meine Natur. Grundlegend kann man sagen, dass freie Zeit nicht per se glücklich macht, sondern dass es vor allem die Nutzen oder die Nutzung dieser freien Zeit ist, die den Unterschied macht. Man hat beispielsweise gefunden, dass wenn Menschen viel Freizeit haben, sie aber passiv nutzen, vor allem beispielsweise dadurch viel fernzusehen, dass das in der Tendenz sogar unglücklicher macht, als hätten sie diese freie Zeit nicht. Wenn ich sage, ich teile mir die Zeit frei ein, heißt das so viel wie, ich teile mir die Zeit gar nicht ein. Aber mit Achtsamkeit hat das leider nichts zu tun. Denn im Nachhinein ist da nichts, an dem ich die verflossene Zeit festmachen könnte. Ist das auch eine Uhr oder was ist das? Genau, das ist meine Lebensuhr bzw. Lebenszeituhr. Und die zählt die verbleibenden Sekunden meines Lebens ab. Und zwar nach Statistischem Bundesamt Wiesbaden, also Lebenserwartung. Ui, das ist ja makaber. Ja, makaber, aber es hat eine wichtige Funktion, weil diese Uhr
Was sie tut, ist, die Zahl ist gar nicht so wichtig. Das Wesentliche ist, diese Uhr macht verrinnende Zeit sichtbar. Also du guckst drauf und du siehst, wie bei einer Sanduhr, Zeit vergeht. Immer wenn ich ihr begegne, mache ich mir bewusst, hoppla, Zeit verrinnt, mach was draus. Und die Uhren baue ich jetzt und für Freunde, für Leute, die sich dafür interessieren. Wladimir Klitschko, den kennst du? Genau, den kenne ich. Ich habe mit ihm jetzt gerade in den letzten Zeiten kommuniziert zu der Uhr. Er sagt, er muss täglich an die Uhr denken, ich auch. Ich sage ihm immer, Mensch, pass auf dich auf. Und das hat natürlich eine besondere Dramatik. Ganz interessant ist, die Uhr, wenn sie bei Null steht, kommt praktisch eine Aufmunterung. Also dann kommt ein Text, nämlich, den sieht man hier, den siehst du gleich, still alive, it's a gift. Und Wladimir hat sich einen eigenen Text gewünscht. Der sagte, ich möchte nicht it's a gift, sondern ich möchte still alive, go punching. Das war allerdings noch vor dem Krieg. Wenn du dir mehr Zeit kaufen könntest, würdest du es tun? Ich würde keinen Cent ausgeben für mehr Zeit, weil ich finde extrem wichtig, dass das Leben begrenzt ist. Ich glaube, dass das Wissen um unsere Sterblichkeit es uns ermöglichen kann, die Gegenwart voll auszukosten und die wesentlichen Dinge zu tun. Denn wenn wir unsterblich wären, würden wir die wichtigen Dinge immer aufschieben und uns von einer Menge Nichtigkeiten gefangen nehmen lassen. Schon Montaigne sagte, ich gleiche die kurze Dauer des Lebens durch die Intensität aus, die ich in alles stecke, was ich tue. Es gibt eine Studie, die hat Menschen in zwei verschiedene Gruppen aufgeteilt. Die einen sollten einfach einen Monat lang so leben, als wäre es das letzte Monat in dieser Stadt. Es sind Konzerte gegangen und Theater und mit Freunden getroffen. Und die anderen sollten einfach nur jeden Abend aufschreiben, was sie an diesem Tag gemacht haben. Dann wurde davor und danach das allgemeine Wohlbefinden erfragt. Und es zeigt sich tatsächlich, dass die Menschen, die so gelebt hatten, als hätten sie nur noch einen Monat in dieser Stadt, zufriedener waren. Es gibt ihn also, den Zusammenhang zwischen Glück und Zeit. Mein Zeitmanagement ist da sicher nicht zielführend. Es schwankt meistens genau zwischen den zwei glückunförderlichsten Varianten. Erst passiert tagelang rein gar nichts. Und dann arbeite ich volle Power bis Abgabe oder Drehschluss. Nutze ich meine Zeit nicht sinnvoll genug? Ronja? Es ist 5, wir wollen zu Laudis. Okay, ich bin fast fertig. Gut. Zwei Minuten, ich komme dann runter, ja. Ich warte unten, danke. Cool, bis gleich. Also hier kommst du dann nach dem Frühstück an? Genau, hier zwischen 7:30 und 8 bin ich dann hier. Und dann ist so meistens der Vormittag gefüllt mit den Sachen, die hier anstehen in der Verwaltung. Ich mache hier die Buchhaltung vor allen Dingen. Alles, was mit Bank zusammenhängt, was für die Schwestern zusammenhängt, mit Rentenversicherung, Krankenkasse und so weiter. Bevor du ins Kloster gegangen bist, hast du in der Bank gearbeitet. Jetzt hast du wieder so viel mit Zahlen zu tun. Was ist hier besser oder anders? Für mich ist die Struktur wichtig, die hilft. Mhm. Ja, also wir haben es ja heute Morgen gemeinsam probiert. Ja? Sind um 5 aufgestanden. Und dann haben wir eben um 6 unser Morgengebet, die Laudes, vor Mittagessen, unser Mittagsgebet. Und um 5:45 haben wir dann Abendgebet, bevor wir dann gemeinsam zum Abendessen gehen. Und so um 7:45 haben wir dann noch unser Nachtgebet, um den Tag dann auch wirklich abzurunden. Ich kenne eigentlich einen ähnlichen Alltag wie hier, nur aus der Klinik. Ich war wegen Depressionen in der Klinik länger. Mhm. Das braucht 2 Wochen und dann ist man auch in diesem Rhythmus
wirklich drin. Es war echt erstaunlich. Wer ist es bei euch? Wer gibt euch die Struktur vor? Also vorgeben, ich sag mal so, unsere Tagesstruktur ist eigentlich Jahrhunderte alt. Also sie basiert sehr auf der Regel des heiligen Benedikt, der sogar gesagt hat, 7-mal am Tag soll man gemeinsam Gott loben. Darauf ist das Ganze angelegt. In dem Sinne ist eigentlich die Benediktsregel ein ziemlich uralter Schlüssel für Work-Life-Balance. Der hat okay, das schon ziemlich gut, früh ja. erkannt. Und mir tut es einfach gut. Es ist ein Stück auch Verlässlichkeit, es ist Klarheit. Eigentlich sind wir quasi immer auf dem Weg dahin, dass wir versuchen, eine innere Ordnung zu schaffen. Und dieser Zustand ist natürlich deutlich leichter zu erreichen, wenn wir einen hochstrukturierten Alltag haben. Das heißt also, das ist etwas, was viel mehr Ordnung erlaubt. Und Ordnung ist generell von der Psyche auch ein angestrebter Zustand und macht damit potenziell glücklich. Wir wissen aus einigen psychologischen Studien zum Beispiel, dass ungefähr die Arbeitszeit von 6,5 Stunden zu dem höchsten Glücksempfinden führt. Und ich denke, dass das genau das beschreibt, also dass man das Gefühl hat, dass es eine Struktur gibt, die einen so den Tag entlang hangelt, aber gleichzeitig man auch irgendwie noch Autonomie hat für die Dinge, die einem selber wichtig sind. Gib's zu, du bist eine Schwester geworden aus Grundstücksnähe. Ja. Ja, am See. Also, das hat mein Vater dann auch mal gesagt. Ja. Die Lage ist traumhaft. Also, Benediktinerklöster sind immer an Top-Location. Ja. Würdest du sagen, dass du heute ein glücklicherer Mensch bist als damals? Ja, es gibt schon noch Durststrecken, ja. Ich denke, die kennt ja jeder, weil auch hier bei uns in der Gemeinschaft, man bringt sich ja immer mit. Ja, ich habe ja nicht an der Klosterpforte mich selber abgelegt, habe das Kleid angezogen und jetzt läuft hier nur noch meine Hülle rum. Ein Punkt, der sicher einen ganz anderen Schwerpunkt hat, ist eben dieses Stichwort Gottesbeziehung. Das ist nichts Abstraktes in Beziehungen, das kommt mir entgegen im Austausch mit Mitschwestern, im Gebet, im Singen, auch in der Natur. Ein Geschenk ist auch, dass ich die Zeit dafür habe, das zu pflegen. Es gab zahlreiche soziologische Studien in den letzten 30 Jahren, vor allem in den USA, die zeigen, dass die Menschen, die sich als glücklich bezeichnen, sehr häufig gläubige Menschen sind. Unter den glücklichen Menschen sind also sehr viele praktizierende Gläubige, das heißt Menschen, die fest in ihrem Glauben verwurzelt sind und danach leben. Die Erklärung dafür ist einfach. Der Glaube gibt dem Leben einen Sinn. Und wenn man einen Sinn im Leben hat, kann man Höhen und Tiefen besser akzeptieren. Man hat dann ein Grundvertrauen. Eines der klassischen Beispiele, die auch in der Forschung gut belegt sind, sind beispielsweise die Mormonen in den USA, die im Durchschnitt etwa 10 bis 11 Jahre länger leben und glücklicher länger leben als der Rest der amerikanischen Bevölkerung. Der Grund dafür liegt in rituellen Praxen oder religiösen Praxen, die zum Beispiel mit einem bestimmten Maß von Miteinander, auch von tatsächlich einer Zeit in der Natur oder Zeit, die nicht der Arbeit gewidmet sein darf, einhergeht. Ruhe, frische Luft, bisschen Bewegung und Sonne oder eine gepflegte Etüde auf dem Klavier und schwupps, eine Stunde ist rum. Dafür gibt es sogar mittlerweile einen Fachbegriff. Flow heißt der. Also manchmal vergeht Zeit tatsächlich wie im Flug. Da erlebt man quasi diese psychologischen Phänomene des Flows. Da ist Zeit und Raum quasi vollkommen absorbiert und man geht in der Tätigkeit an sich total auf. Der Philosoph Henri Bergson hat eindeutig gezeigt, dass es eine objektive Zeit und eine subjektive Zeit gibt. Und wenn wir Dinge tun, die uns Spaß machen, wenn wir also bei dem, was wir tun, präsent sind, dann verfliegt die Zeit. Und wenn man ganz im Augenblick ist, könnte man sagen, dass man die Ewigkeit spürt. Man ist nicht mehr von einer linearen Zeit abhängig, die vergeht. Man lebt und genießt voll und ganz im gegenwärtigen Augenblick. Und das sind große Momente des Glücks. Hast du so Momente, wo du das Gefühl hast, die Zeit steht still oder sie vergeht genau in dem Tempo, wie sie sollte? Danke. Also ungewöhnlich bei mir ist, dass ich gerne warte. Wenn ein Termin ausfällt oder jemand zu spät kommt, das ist echte geschenkte Zeit. Also die
ist dann für mich und dann sitze ich und dann denke ich nach und habe überhaupt nicht das Gefühl, dass ich jetzt in dieser Zeitspanne funktionieren müsste, sondern das ist dann wie, die ist jetzt für dich. Die Bonusmaterial. Bonusmaterial, genau. Ich habe gesehen, du hast da drüben einen Flügel. Kannst du darauf auch spielen oder ist der Deko? Spielen kann ich nicht wirklich. Es ist so, seit ich Kind bin, träume ich von einem Flügel. Einfach so, weil ich ein schönes Objekt finde. Meine Großeltern hatten so ein Ding. Und lange hatte ich kein Geld. Und dann hatte ich lange keinen Platz. Also als ich Geld hatte, keinen Platz. Und dann wollte ich einen kaufen. Dann sagt meine Frau, Flügel kaufen und nicht spielen können, das ist Bad Taste. Und dann habe ich gesagt, ich habe keine Zeit, um zu lernen. Irgendwann hatte ich dann Zeit und dann habe ich ein Stück gelernt. Das musst du natürlich beweisen. Gerne. Musizieren löst generell meistens zwei unterschiedliche Zustände aus. Das eine, das Thema Flow, also wirklich aufgehen in einer Tätigkeit und ganz eins sein, was stark assoziiert ist mit Glück. Aber Musik ist auch eines der Medien, was uns am allermeisten ermöglicht, positive Emotionen in sehr kurzer Zeit aufzubauen. Für wen spielst du das, wenn du es nicht gerade für mich spielst? Eigentlich für meine Frau. Ausschließlich für meine Frau. Zum 50. Geburtstag war Premiere. Aber ich spiele auch, wenn ich an Flughäfen. Ich habe schon in Paris am Flughafen gespielt, in Hamburg am Flughafen gespielt. Immer das gleiche Stück. Immer das gleiche Stück. Jetzt hast du eigentlich Zeit. Warum dann nicht noch ein Stück? Ein Stück reicht, um Menschen zu begeistern. Du brauchst kein zweites Stück. Du kannst 7 Minuten lang spielen. Die Leute denken, wow, der kann Klavier spielen. Und dann mache ich den, klappe ich zu und gehe weg. Wie geht's hier weiter ab hier nochmal? Du, 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 du. S, G, S, G. Und dann fängst du wieder. Genau. Spaß gemacht. Das ist schön. Ja, das war super. Also näher habe ich mich Gott nie gefühlt. Mein Neffe hat mir gesagt, er sei unglücklich, weil er so gerne ein berühmter Gitarrist wäre, der große Konzerte spielt. Ich frage ihn, wie viel übst du denn auf der Gitarre? Er sagt, 1/2 Stunde am Tag. Ich sage, das reicht nicht. Jimi Hendrix hat 8 Stunden am Tag gespielt. Wenn man sich also in der Tätigkeit verwirklichen will, muss man Zeit investieren. Dann kommt das Glück auch von der Mühe, die man seiner geliebten Tätigkeit widmet. Das ist das Auto, was du meistens fährst? Nee, ich fahre pro Woche 3-4 verschiedene Autos, weil ich kein eigenes habe. Ich fahre immer Mietwagen. Was fährst du am liebsten? Kleine Autos fahre ich am liebsten, weil die kleine Autos verjüngen. Wenn du in einem großen Auto wie in diesem, fühle ich mich schlagartig älter. Fühle ich mich wie 70. Wenn ich ein kompaktes Auto fahre, fühle ich mich schlagartig 3 Jahrzehnte jünger. Einfach nur, weil man sich so zurückversetzt fühlt. Also bis hin zum Studentenleben. Also man ist einfach anders drauf, wenn man ein Mini fährt, als wenn man so ein Schiff fährt. Das ist irgendwie ein ganz anderes Gefühl. Was Jean-Remy und ich gemeinsam haben, ist die Frage, wie schaffen wir es, dass das Glücklichsein länger anhält? Gibt es da einen Trick oder so?
Die bittere Antwort heißt, wir sind als Menschen sehr schlecht darin, auf korrekte Art und Weise vorherzusagen, was uns im Leben glücklich macht. Das hat man in unterschiedlichsten Studien gezeigt. Eine sehr bekannte dafür ist beispielsweise eine Studie, die man mit Lottogewinnern gemacht hat. Ne, jeder würde erwarten, wenn man so einen Sechser oder so im Lotto gehabt hat, dass man danach ein glücklicheres Leben hat. Die Forschung zeigt, nach etwa einem Jahr sind die Menschen wieder vergleichbar glücklich wie vor ihrem Lottogewinn. Das bedeutet also, wenn wir wirklich Glück anstreben als einen emotionalen Zustand, dann ist das etwas, was sich nur sehr schwer vorhersagen oder dauerhaft herstellen lässt. Wenn wir jetzt auch bei Menschen immer wieder dieses Glücksareal oder diesen Belohnungsschaltkreis aktivieren, würde auch das dazu führen, dass eben andere Tätigkeiten nicht mehr ausgeführt werden. Wenn man Tieren, Ratten, Mäusen, Mikroelektroden transplantiert, die letztendlich solche dopaminergen Schaltkreise stimulieren, dass diese Tiere alles andere komplett vergessen. Die essen nichts mehr, die trinken nichts mehr, die haben keinen Geschlechtsverkehr mehr. Die würden letztendlich sterben aus der Privation. Nach dir. Hier hoch? Ja. Und? Da ist sie. Und das hier ist quasi eine Variante von dieser Lebensuhr, die du zu Hause hast. Genau, es ist das gleiche Thema. Es geht um Lebenszeit. Es ist einfach, wenn man so will, eine andere Interpretation. Ja. Du warst super erfolgreich als Werber, jetzt hast du eigentlich Zeit. Warum machst du jetzt auch noch Kunst? Mich hat zunehmend gestresst, dass das, was wir oder was eine Werbeagentur macht, eben eine irre Kurzlebigkeit hat. Und eben, ich sage immer, jedes Tattoo-Studio schafft nachhaltigere kreative Ergebnisse als eine Werbeagentur. Weil das bleibt dann erstmal. Aber und das ist irgendwie für jemand, der Dinge schafft, der Ideen hat oder so, ist schon sehr reizvoll, irgendwas zu hinterlassen, was dann vielleicht mal bleibt. Sokrates sagt uns bereits in Platons Gastmahl, dass die Menschen Kinder zeugen, um sich zu verewigen, weil sie eine Spur von ihrer Zeit auf der Erde hinterlassen müssen. Zum Glück gehört für sie dazu, zu wissen, dass sie nicht vergessen werden. Es gibt zwei Arten von Menschen, die das nicht tun müssen. Die Philosophen und Künstler, weil sie sich durch ihre Werke verewigen. Ich habe heute gelernt, dass es wirklich das eine oder andere konkrete Rezept gibt, um glücklicher zu sein. Das ist ja schon mal schön, wenn es denn so einfach wäre. Erkenntnis ist ja immer nur der halbe Weg. Ich bin das beste Beispiel. Meine beiden Begegnungen haben mir aber auch gezeigt, wie unterschiedlich wir diese Rezepte interpretieren können. Diese Routine, die ihr lebt, war immer mein absoluter Albtraum, schon als Schülerin. Ich hatte immer extreme Probleme mit Autorität und irgendjemand, der mir sagt, wann ich wo sein soll. Und leider hatten die Erwachsenen aber trotzdem recht, weil jetzt, wo ich ein Leben lebe, komplett ohne Routine und aufstehe, wann ich aufstehe und mache und tue, bin ich nicht glücklicher. Und natürlich ist es bei euch in einer sehr, sehr ausgeprägten Form. Das wäre jetzt vielleicht ein bisschen too much für mich, aber ich glaube, dass man eine große Entscheidung trifft, die ist dann getroffen und dann kann man sein Leben leben. Mhm. Das hast du im Extrem gemacht, aber es geht ja auch eine Hausnummer kleiner. Und ich glaube, sich zu trauen, zu entscheiden, ist etwas, was ganz vielen Menschen das Glück so unmöglich macht. Da fällt mir ein Gedicht oder ein Teil von einem Gedicht ein, das mir da in der Phase zur Entscheidungsfindung auch total wichtig geworden ist. Das ist von Paul Roth. Du kannst dir nicht dein Leben lang alle Türen aufhalten, weil wenn du immer nur davor stehst, fällt eine nach der anderen zu und du gehst durch keine mehr. Es
es gibt die psychologischen Bedürfnisse, die uns alle vereint. Das sind die drei Bedürfnisse nach Kompetenz, Autonomie und Beziehungen. Das ist dieses Modell der Maslow'schen Bedürfnispyramide, dass es unten ganz basale Bedürfnisse gibt, die erstmal befriedigt werden müssen, dass man dann erst an der ganz oberen Stufe, wo es darum geht, sich selbst zu verwirklichen, um Glück, um diese höhere Komponente des Glückes zu erfahren. Es ist definitiv so, dass gerade dann, wenn wir denken, wir müssen immer glücklich sein, das zum Gegenteil führt und häufig auch dazu führt, dass wir mit dem eigenen Leben absolut unzufrieden werden oder deutlich unzufriedener. Tatsächlich ist das Thema Zeit bzw. vor allem Beschleunigung oder die Wahrnehmung von Beschleunigung in der Gesellschaft ein großer treibender Faktor sowohl für Depressionen als auch dafür, dass wir unglücklicher werden. Das heißt, ja, Zeit ist eines der ganz akuten Themen, wenn es um das Thema Glück geht. Charles Péguy sagt, ich habe das Glück an dem Geräusch erkannt, das es gemacht hat, als es wegging. Nur wegen des Unglücks war ich auch glücklich. Glück kann man also nur in Bezug auf das Unglück verstehen. Weil wir Traurigkeit erleben, können wir wissen, was Freude ist. Weil wir das Böse erleben, können wir uns bewusst machen, was das Gute ist.